Hitradio FFH. Das Wir lieben Hessen-Lexikon mit Mundstuhl. Gude, das ist hessisch für Hallo. Und heute geht's mal ums Senckenberg-Museum in Frankfurt, benannt nach Johann Christian Senckenberg, geboren 1772 in Frankfurt. Und der war Arzt, Naturforscher und Botaniker. Insgesamt übrigens dreimal verheiratet. Ja, aber dann sind ja alle drei Frauen weggestorben, ne? Ja gut, ein besonders guter Arzt war er nicht. Aber dann hat er sich ja um seine Stiftung gekümmert. Genau, also praktisch das Senckenberg-Museum. Ja, und da gibt's Dinger drin, also der Hammer. Wahnsinn. Die haben da so Boa Constrictor, die gerade so ein Wildschwein auffrisst. Der Wahnsinn! Hat sie da so die Kiefernknochen ausgeklinkt und im Maul steckt da das komplette Schwein drin. Und wie lange die da schon dran rumfrisst? Also ich hab das erste Mal gesehen, da war ich noch in der Grundschule. Aber die Schmetterlingssammlung ist noch geiler. Also die aufgespießten Schmetterlinge da, saulecker. Ja, aber legendär sind natürlich auch die Dinosaurier. Die haben ja die umfangreichste Dinosaurierausstellung in ganz Deutschland. Also die haben da der Echsenfußdinosaurier, der Raubtierfußdinosaurier, der Schilddinosaurier, der Vogelfußdinosaurier, die haben sogar den Rahmenkopfdinosaurier. Haben sie den T-Rex? Logisch, haben sie auch den T-Rex. Aber apropos Dinosaurier, ich glaube, die Bundeswehr ist auch bald ausgestorben, genau wie die Dinosaurier. Warum das? Ja, zu viel Panzer, zu wenig Hirn. Das Wir lieben Hessen-Lexikon mit Mundstuhl. Jeden Tag bei Hitradio FFH. Und zum nochmal hören bei FFH im Web und in der App.